freue mich, dass der Landesverband Bayern, der AfD, sich entschieden hat, hier in Bad Aibling ein Jahr nach der Tragödie, dieser nationalen Tragödie, hier einen Kranz niederzulegen, im Gedenken an die Opfer und ja, alle Beteiligten des Zugunglücks. Und ich denke, dass es richtig ist, hier ein Jahr gewartet zu haben, jetzt wo das Denkmal hier steht, und jetzt zu trauern und sich nicht diesem Schaulaufen der Tage um den Faschingsdienstag 2016 herum zu beteiligen, sondern jetzt ein ehrliches Statement abzugeben und sich dieser Sache nochmal bewusst zu werden.